Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder an den Empfangsgeräten. Eine ganze Woche lesen wir aus dem ersten Buch Samuel, die Lesung aus dem Alten Testament vor der Verkündigung des Evangeliums. Wir haben angefangen am Beginn der Woche von der Mutter des Samuel gehört, die sich so sehr wünschte, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen. Samuel wird dann geboren. Jetzt sind wir schon im 8. Kapitel, also wir lesen nicht wirklich jeden Vers aus diesem Buch, sondern kleine Sprünge, so wie die Kirche uns die Texte vorgibt. Samuel ist jetzt schon alt geworden. Und das Volk, die Ältesten des Volkes, also die Menschen, die Verantwortung haben, gehen zu Samuel. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie geht es weiter, wenn Samuel nicht mehr da ist. Du bist alt geworden. Jetzt müssen wir mal über die Zukunft unserer Gemeinschaft, unseres Volkes nachdenken. Wie soll es weitergehen? Und dann äußern sie den Wunsch oder fast eine Forderung, gib uns einen König. Dieser König soll uns regieren. So wie alle anderen Völker auch einen König haben. Sie haben also verglichen. Die anderen haben Könige, dann wollen wir auch einen König haben. Wir wollen als Volk so sein wie die anderen. Samuel missfällt das. Er sagt aber all das Gott, weil er sich Gott verpflichtet fühlt. Ja, sag mal, das Volk möchte das, das ist doch nicht in Ordnung. Und Gott sagt, höre auf das Volk, höre auf ihre Stimme, lass dir sagen, was ihnen wichtig ist. Gott missfällt diese Forderung der Ältesten des Volkes und Samuel missfällt das auch. Was tut er? Er sagt den Ältesten, natürlich kann man auch einen König für unser Volk wählen, auswählen, bestimmen, salben. Das hat aber Konsequenzen. Und was für Konsequenzen das hat, was für Folgen das hat, das müssen wir natürlich vorher mal bedenken. Und deshalb erzählt er all das auf, was es bedeutet, wenn ein großes Volk einen König hat. Der König wird Soldaten zusammenrufen, er braucht Menschen, die ihm den Haushalt halten, er ist mächtig und kann bestimmen, kann auch über die freie Zeit und die Menschen so bestimmen, wie er möchte. Der König muss seinen Haushalt in Ordnung halten, also braucht er Steuern. Ein Teil der Ernte wird er für sich fordern. Also keine außergewöhnlichen Dinge, aber jede Forderung, auch jede Entscheidung im Leben hat ja immer auch eine Konsequenz. Das ist ja in unserem Leben heute genauso. Wenn ich irgendetwas in meinem Leben ändern möchte, ändern muss, hat das irgendeine Konsequenz. Und bevor man eine so wichtige Entscheidung in seinem eigenen Leben trifft, muss man über die Konsequenzen nachdenken. Was heißt das denn? Was hat das für Folgen? Und dann muss man eine Entscheidung fällen, die gut ist, die diese Folgen bedenkt. Und dann kann ich ja sagen, gut, da sind die Folgen, sind sie gut oder sind sie schwierig? Selbst wenn sie schwierig sind, kann die Entscheidung richtig sein. Also Samuel malt das alles aus, was das bedeutet. Schaut euch die anderen an. Nicht nur, oh, sie haben einen König und damit sind sie ein Königreich und deshalb werden sie unter den Völkern oder den anderen Staaten als sehr wichtig angesehen. Auch wir wollen wichtig wahrgenommen werden mit einem König an der Spitze. Wir wollen vergleichbar sein. Schaut euch die Konsequenzen an und dann malt ihr das alles aus. Manchmal ein bisschen drastisch, was alles gefordert wird. Und vielleicht steht hier nicht drin, aber vielleicht, dass er das dem Volk auch ein bisschen ausreden möchte, bei dieser Forderung zu bleiben. Am Ende geht Samuel wieder zu Gott, sagt ihm das und Gott bleibt bei dem, was er am Anfang schon dem Samuel gesagt hat, höre auf die Stimme des Volkes. Wenn sie das möchten, dann gib ihnen einen König. Nun könnte man natürlich die Frage noch stellen und man muss sie eigentlich auch stellen, warum ist der Samuel so gegen diesen Wunsch der Ältesten, die diesen Wunsch vortragen, warum ist er gegen den Wunsch des Volkes, auch einen König zu haben, wie alle anderen Völker? Weil das Volk Israel nicht ein Volk ist, wie alle anderen Völker. Natürlich sind das Menschen wie die anderen auch, Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Junge und Alte. Ganz klar.
Natürlich leben sie in einem gewissen Gebiet. Heute würde man sagen, innerhalb von Grenzen. Heute würde man vielleicht von Staatsgrenzen sprechen. Sie brauchen eine Form der Leitung und der Führung, wie jede größere Gruppe das braucht. So auch ein Volk, so auch ein Gebilde von Menschen, die in einem größeren Gebiet zusammenleben. Das ist ganz klar. So sind sie genauso Menschen wie die anderen. Aber es ist das auserwählte Volk Gottes. Nicht an erster Stelle, wir leben in diesem Gebiet und das ist ein gewisses Staatsgebiet und dann muss es eine Staatsform geben, also eine Form der Regierung und die kann so oder so sein, mit einem Bundeskanzler oder mit einer Präsidentin oder eine Demokratie oder eine Republik, wie wir das heute mit unseren politischen Begriffen sagen würden, sondern das Volk ist an erster Stelle das auserwählte Volk Gottes, das heißt eine Glaubensgemeinschaft. Das ist etwas anderes als eine Gemeinschaft, die irgendwo lebt, dass die Glaubensgemeinschaft auch irgendwo lebt, wie wir ja auch. Irgendwo steht unser Haus oder ist unsere Wohnung und steht unser Bett und unsere Küche und unser Schreibtisch und wie auch immer. Aber es ist etwas anderes und deshalb sträubt sich der Samuel und sagt, der, der uns lenkt, an dem wir uns orientieren, ist nicht irgendein Regierungsoberhaupt, sondern wir hören auf Gott. Gott ist unser König. Das heißt, wir haben doch einen König. Nicht so wie die anderen einen König haben in einem Palast oder einem wunderbaren Haus, der all das hat, was er nun dann aufführt. Dienerinnen und Diener und vielleicht sogar Sklaven, Militär und alles. Wir haben einen König und unser König ist Gott. Ein ganz anderer König, ein viel mächtigerer König, der das Gute mit dem Menschen möchte. Der nicht auf seinen Vorteil achtet, der nicht Steuern braucht, der nicht ein Militär braucht. Wollt ihr das aufgeben? Könnte man ja ein bisschen enttäuscht sein, dass Gott jetzt nicht dem Samuel Recht gibt, sondern sagt, höre auf das Volk. Also arbeite nicht gegen die Menschen, die zu meinem Volk ich gerufen habe. Weil Gott verschiedene Möglichkeiten hat, sein Volk zu lenken. Er ist der König. Und dieser König regiert sein Volk, leitet sein Volk, lenkt sein Volk, tut das Gute für sein Volk. Das kann er selber tun oder indem er jemand zum König benennt, salbt, der dies stellvertretend für ihn tut, aber in seinem Sinne, in seinem Geist, in seinem Auftrag. Deshalb ist Gott jetzt nicht ganz dagegen. Wenn klar bleibt, dass er der König ist, der oberste König, und nicht damit Gott an den Rand gedrängt wird, weil wir jetzt ja so sind wie alle anderen auch und einen eigenen König haben und damit Gott nicht mehr brauchen, das wäre verwerflich. Liebe Schwestern und Brüder, das Alte Testament ist da nicht ganz so eindeutig. Es gibt Stellen in der Heiligen Schrift, in der das Königtum auch für das Volk Israel als sehr wertvoll und wichtig und gut angesehen wird. Und es gibt genau das Gegenteil, weil es in der Menschengeschichte, wie das immer so ist, gute Phasen gibt und schwierige Phasen, gute Könige und schlechte Könige, auch im auserwählten Volk Israel. Ein Gedanken möchte ich mit Ihnen noch teilen, der hier in diesem Text ja auch steht. Die Forderung der Ältesten, wir wollen sein und einen König haben wie die anderen auch, wie alle anderen Völker. Das jetzt mal übertragen auf uns und unsere Berufung zum Christsein. Unser König ist Gott. Durch unsere Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Und Kinder Gottes sind untereinander Brüder und Schwestern. Nicht Brüder und Schwestern einer Ortskirche alleine oder eines Ortsverbandes alleine, sondern Brüder und Schwestern aller Getauften auf der ganzen Welt. Natürlich gehört jeder von uns zu irgendeiner staatlichen Gemeinschaft. Da leben wir in einer Staatsform. Wir leben ja nicht neben dieser Staatsform und außerhalb der politischen Regeln, sondern innerhalb dieser Gesellschaft, in der wir jeweils leben, wir hier in Deutschland, aber eben auf der ganzen Welt, müssen wir unser Christsein leben. Dazu sind wir gerufen, Sauerteig für die Gesellschaft zu sein, Gott an die erste Stelle zu stellen, innerhalb einer staatlichen Gemeinschaft, in der wir leben. Aber wenn es zu Konflikten kommt zwischen dem Auftrag Gottes und dem Auftrag des Staates,
dann lehnen wir uns ja nicht unmittelbar nur gegen den Staat auf, sondern müssen auf unser Gewissen hören, was Gott möchte. Und da muss es immer auch ein Ringen geben um die richtigen Entscheidungen. Und das hat das Volk damals auch. Wir wollen so sein wie die anderen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir mit unserem Glauben, mit unserer Glaubensüberzeugung, es gibt einen Gott und dieser Gott steht an erster Stelle. Du sollst Gott lieben und den Nächsten, aber an erster Stelle Gott und unmittelbar daneben und dabei deinen Nächsten lieben, ist das unsere Verpflichtung. Und dafür haben wir uns einzusetzen. Wenn wir als Christen, wenn wir als Kirche so sein wollen wie die anderen, wie alle anderen, um nicht anzuecken, um Applaus zu bekommen, wie die anderen auch, um damit mitzuschwimmen, wie die Mehrheit im Moment die Meinungen vertritt, nicht den Mut haben, auch mal eine Meinung zu vertreten, von der wir überzeugt sind, dass sie die Überzeugung Gottes ist, die er uns mitgibt, dann verschwinden wir als Christen in der Wahrnehmung und sind nicht mehr Sauerteig für die Menschen, zu denen wir gesandt sind. Das heißt ja nicht, dass wir deshalb uns als was Besseres oder anders fühlen. Aber als Christen gehören wir zum Volk Gottes, weil wir auserwählt sind von Gott, weil Gott uns gerufen hat. Das ist auch das Ringen damals, nicht um die Staatsform. Sie kann sich in der Laufe der Geschichte verändern, sondern darum, vergessen wir nicht, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Das macht uns nicht automatisch zu besseren Menschen. Das ist ja kein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Ich rufe dich. Volk Gottes zu sein, zum Volk Gottes zu gehören. Im Griechischen steht hier das Wort Laios. Ins Deutsche übersetzt Laie. Das ist ein Ehrentitel in unserer Kirche. Heißt nicht, du hast keine Ahnung, sondern ich bin gerufen, zum Volk Gottes zu gehören. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen immer ringen, damit unsere Botschaft und unser Auftrag in der Welt auch gehört wird. Das ist auch nicht leicht. Und niemand möchte gerne anecken. Aber wir müssen uns immer fragen, was möchte Gott? Das muss an erster Stelle stehen. Und dann können wir das einbringen. Und manchmal müssen wir anders leben, anders denken und anders reden als die Mehrheit. Denn die Mehrheit ist nicht automatisch immer bei der Wahrheit. Und das in der Gesellschaftsform zu tun, in der wir jeweils auf der Welt leben. Für Christen gibt es keine Ausländer, weil es das eine Volk Gottes ist. Welch wunderbares Geschenk, von Gott gerufen zu sein. Amen.